Ich zeige hier jetzt mal zwei Simulationen von Matthew Bate, basierend auf astrophysikalischen Modellen, wie Sternbildung in Molekülwolken möglicherweise abgelaufen ist. Also was wir hier sehen, ist eine Molekülwolke mit einem Durchmesser von vielleicht einem Lichtjahr. Wir sehen oben auch die Zeit laufen, sehen, es sind so Tausende, Zehntausende Jahre. Das Ganze läuft also vergleichsweise schnell ab. Hier unten ist dann noch eine Dichteskala in logarithmischen Einheiten aufgetragen. Je heller das ist, desto höher ist die Dichte. Und ab einer bestimmten Grenzdichte bildet sich da ein Stern. Das werden wir gleich noch sehen. Die Skala verschiebt sich auch immer wieder, einfach weil die Dichte sich über so viele Größenordnungen verändert, dass man die immer wieder neu verschieben muss. Das Ganze ist ein 3D-Modell und wir sehen hier immer wieder die Strukturen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und dann können wir hier immer wieder so einzelne Filamente entdecken, hier zum Beispiel so ein Filament. Und wenn, wie gesagt, die Dichte eine bestimmte Grenze überschreitet, fangen dann an, sich hier die einzelnen Sterne zu bilden. Und was wir eben auch sehen ist, dass es eben nicht nur einzelne Sterne sind, die sich bilden, sondern es sind mehrere Sterne, die sich hier bilden. Und manche, der eine fliegt hier gerade nach oben weg, haben dann auch tatsächlich eine Scheibe außenrum. Und das ist ja auch was, das gefordert ist. Wir brauchen ja eine Scheibe um diese Sterne, in der sich dann anschließend das Material und die Planeten bilden können. Wir sehen aber auch, dass nicht alle Sterne eine Scheibe haben, sondern eben nur einige. Und in manchen Fällen erkennen wir auch, dass die Scheibe relativ schnell wieder abdampft. Und wenn wir uns dann hier die Zeitskala angucken, dann geht dieses Abdampfen ziemlich schnell innerhalb von nur ein paar tausend Jahren. Also da unten fliegt gerade einer weg und da dampft die Scheibe dann sehr schnell ab. Und wir brauchen eigentlich eine Lebenszeit von so einer Scheibe. Jetzt kommt nochmal eine kleine Wiederholung, noch ein paar mehr Details. Und so eine Lebenszeit zu einer Scheibe, die muss eigentlich ein paar Millionen Jahre sein, nicht nur ein paar tausend Jahre. Also darin zeigen sich dann entweder die Limitierung solcher Modelle, aber eben auch, also da oben ist jetzt, fliegt einer weg mit einer stabileren Scheibe. Also das sind vielleicht die Grenzen solcher Modelle. Aber auch, dass vielleicht manche Scheiben einfach schneller abdampfen. Aber was das Wichtige ist, eben erstmal, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt von der Dynamik in so einem Sternentstehungsgebiet, in dem eben sehr viele Sterne entstehen, gleichzeitig nicht nur einer. Und das zeigt, dass es eben auch auf jeden Fall Sterne mit diesen Scheiben gibt. Man sieht auch, dass es ziemlich hochdynamisch ist. Hier unten ist wieder der Stern, das ist nochmal diese Wiederholung von eben, wo die Scheibe dann relativ schnell abdampft. Und dann wird nochmal gezeigt, was jetzt eben aus dieser einen Molekülwolke hier alles an Sternen herausgekommen ist. Und dann gibt es noch eine neuere Berechnung, das ist noch ein bisschen größerer Bereich. Hier geht es auch nicht nur um Sternentwicklung wie bei der Sonne vielleicht, sondern hier geht es darum, wie sich ein ganzer Sterncluster bildet. Also es ist mehr Material da, größeres Volumen, und von der Idee her funktioniert hier alles wieder gleich, bloß wie gesagt, durch das mehr Material bilden sich hier jetzt gleich deutlich mehr Sterne. Also es fängt an mit verschiedenen Zentren, an denen sich verschiedene Sterne bilden. Das Ganze ist so ein bisschen wie ein Schaum, und an den Grenzflächen von dem Schaum fangen dann, oder sind die Dichten eben hoch genug, damit sich dort Sterne bilden können. Und durch die Gravitation ziehen sie sich dann natürlich auch ein bisschen zusammen und vereinigen. Also dieser Cluster vereinigt sich dann, werden viele rausgeschleudert. Ja, die ganzen fliegen ja alle umeinander rum gravitativ und dabei fliegen auch viele raus. Und das ist natürlich kein Bereich mehr, wo sich dann auch wirklich Scheiben um die Sterne ausbilden können, weil die dann einfach zu nah dran sind und die Scheiben auch schnell zerstört werden. Wie gesagt, hier ging es jetzt nicht um die Frühphase unseres Sonnensystems, sondern mehr darum, wie sich ein Sterncluster bilden kann. Aber es ist mal ganz nett, um ein bisschen eine Idee zu bekommen für die ganze Dynamik, die da möglicherweise oder die da bei Sternbildung allgemein immer stattfindet.